Berlin: Bei einem fürchterlichen Autounfall sind am Dienstagabend in Berlin zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Alle vier Opfer saßen in einem Wagen, der vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von einer geraden Straße im Stadtteil Treptow abgekommen war, wie die Polizei mitteilte. Das Unglück geschah gegen 22.40 Uhr. Der Fahrer eines Audi verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er fällte zwei Straßenbäume und schleuderte gegen einen Bauschuttcontainer. Das Fahrzeug verunglückte mit einer solchen Wucht, dass es in zwei Teile zerrissen wurde und in Flammen aufging. Die vier Männer im Auto waren laut Polizeiangaben etwa zwischen 20 und 30 Jahre alt. Einer von ihnen verstarb noch am Unfallort, ein zweiter wurde zunächst wiederbelebt und starb später im Krankenhaus. Die beiden Verletzten mussten ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden, einer von ihnen mit schweren Brandverletzungen. Anwohner und Passanten versuchten nach Zeugenangaben, die brennenden Menschen zu löschen. Ein Fußgänger, der den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen Schock und musste ebenfalls behandelt werden. Die Feuerwehr war mit 82 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizeiarbeiten dauerten bis zum Mittwochmorgen an. Bis dahin war die Unfallstelle gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Sie machte keine Angaben zur Unfallursache. Es würden alle Möglichkeiten berücksichtigt.